Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Küchengeflüster, der Kochsendung im OK Weinstraße. Wir sind auch heute wieder zu Gast in der Küchenwelt Neustadt bei Strohmeier Gilb und freuen uns, dass so viele Zuschauer hier in unserem Studio zu Gast sind. Begrüßen Sie nun mit mir Christian Scheib von der Gutsschenke Völker in Musbach. Hallo. Ja, richtig. Danke für die Einladung. Was kochen wir denn heute? Wir haben was vorbereitet, und zwar die Lammlachse. Das passt ganz gut mit Speckbohnenbündchen und mit Kartoffelgratin. Was einfaches, wo man auch daheim nachmachen kann zu Ostern. Genau. Und du hast eingekauft. Vielleicht nutzen wir jetzt gleich die Gelegenheit, die Zutaten kurz zusammenzufassen, dass die Zuschauer dann die Einblendung bekommen, damit jedem klar ist, was gebraucht wird, wenn das nachkochen wird. Also wir haben hier Lammrücken geputzt, deswegen sind es Lammlachse. Das ist also völlig ohne Fett, das machen wir nachher noch schön weg. Dann haben wir Kräuter, Rosmarin, Petersilie. Dann haben wir später auch hier noch schon vorbereitet Semmelbrösel mit Olivenöl und Kräuter der Provence. Dann haben wir frischen Knoblauch, den brauchen wir später auch fürs Gratin und aber auch fürs Pesto. Parmesan mache ich unheimlich gerne in das Pesto rein, das dann später als Kruste oben drauf kommt, dass man den Fettgehalt hat, dass es ein bisschen verläuft. Kartoffeln fürs Gratin, der Käse dazu, Milch und Sahne und zum Schluss dann noch eben Schü fürs Lamm, dass wir eine schöne Soße dazu haben. Das heißt, du hast mal was vorbereitet? Ich habe mal was vorbereitet. Ach, die Kartoffeln habe ich schon für dich gekocht, dass es dann nachher schneller geht. Und die Bohnen und den Speck hier nehme ich aber Bacon, das ist mild geräuchert und nicht so scharf vom Salzgehalt her. Ja. Passt unheimlich gut. Und dann haben wir eigentlich alles soweit. Dann können wir loslegen. Okay, dann geht's los. Ich bin dein Assistent und du sagst mir, mit was ich anfangen darf. Das ist gut. So, also dann nehmen wir die Lammlachse und putzen die, beziehungsweise ich werde jetzt einfach von der Silberhaut oben drauf befreien. In der Zwischenzeit könntest du die Kartoffeln schälen. Okay. Das Gratin braucht am längsten, deswegen fangen wir da als erstes damit an. So, das Lamm, das gehen wir dann in eine Schüssel und tun das gerade kurz ein bisschen mit kaltgepresstem Olivenöl marinieren. Also die meisten Leute machen eigentlich immer den Fehler und kaufen eigentlich das billigste Olivenöl. Das ist meistens für einen Salat okay, aber wenn man es halt wirklich zum Braten nimmt, beziehungsweise dann auch für Fleisch, dann sollte es schon ein bisschen höherwertiges sein. Generell ist es so, dass man, also bitte, wenn man mit Olivenöl brät, keine Teflonpfanne benutzt, weil Olivenöl und Teflon, das passt überhaupt nicht zusammen. Okay. Das macht dann nämlich die beste Teflonpfanne kaputt. Das musste ich auch bitter lernen. Aber jetzt weiß ich es und teile es auch gerne der Welt halt mit. Das ist gut. Weil unsere Zuschauer und auch die Studiogäste freuen sich natürlich immer über solche praktischen Tipps vom Profi. Weil man kämpft doch mit all deiner Schwierigkeiten auch im Alltag. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wobei, ach, als Profi hin oder her, du lernst immer wieder was. Das bleibt also nicht aus. Das ist das Schöne an dem Beruf. Man kann auch als Profi durchaus mal zugeben, dass man nicht alles weiß, immer noch was lernen kann. Die Zuschauer haben das natürlich einen Vorteil, wenn sie das noch kochen, weil die haben keine kalte Kartoffeln, die sie schälen müssen. Ja, ich habe das extra einfach gemacht, ne? Naja, okay. Du meinst, dass wir jetzt halt nicht die Finger verbrennen, aber ob das jetzt deshalb leichter zu schälen geht? Ich könnte dir helfen, aber das machst du ganz gut. Also deswegen, das ist schon in Ordnung so. Und wie ich die Freunde kenne, wird es jetzt auch wieder schön groß für die Fernsehzuschauer zu Hause gezeigt. Und die Studiozuschauer sehen das ja auch, den extra großen Bildschirm, dass die auch, wenn wir ihnen teilweise die Rücke oder die kalte Schulter zeigen, alles sehen. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit. Also Zuschauer hier im Küchenstudio sind jederzeit herzlich willkommen. Die ganzen Termine für die Produktionen sind jeweils auf unserer Facebook-Seite zu sehen unter www.facebook.de/kochsendung. Und ganz wichtig, man kann dort auch alle Informationen sehen, wenn man keinen eigenen Facebook-Account hat. Also es braucht niemand, der keinen Facebook-Account hat, Angst zu haben, dass er nicht an die Informationen kommt. Das ist wie jede andere Webseite auch und für alle im Internet verfügbar. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback dort auf der Seite. Und deshalb blenden wir jetzt auch gleich hier die Adresse nochmal ein. Ja, Chris, wie kam es bei dir dazu, dass du Koch geworden bist? Ach Gott, also mein erster Kochkurs habe ich gemacht, da war ich gerade mal 6. Das war damals bei der Pfalzberg in Ludwigshafen. Die haben damals so Kinderkochkurse in der Ferie angeboten. Ach so, ähnlich hat das bei mir auch angefangen. Tatsächlich. Und es war so, dass der Vater, der Opa und so weiter, das war bei uns durchaus verbreitet, dass der Mann sonntags an den Herd ging
Und die Mutter sich in der Zeit um was anderes gekümmert hat. Und dadurch war eigentlich Chor bei uns immer allgegenwärtig und wurde eigentlich auch, mein Vater hat also unheimlich viel Wert drauf gelegt, dass wir was Gescheites machen. Mhm. Und dabei kam dann halt irgendwann der Reiz, was Neues zu probieren. Und meine Eltern haben mir also tatsächlich auch eingefahren, weil ich die Küche zur Verfügung gestellt. Ach, schon in jungen Jahren. Sie haben es zwar manchmal bereut, vielleicht nicht, aber wie nachdem. Also der Spaß. Also ich konnte dir versichern, es sitzt eine Frau hier im Publikum. Die kennt die kann vielleicht Ähnliches bestätigen. Okay, komm her, ich helfe dir. Ist aber nett. Jetzt hoffe ich, ihr habt Flaschte. Wegen dem großen, scharfen Messer. Genau, so ist es. Ja. Ich habe das stumpf gekriegt, dass nichts passiert. Also generell war es dann so, dass ich halt eben nach der Schule sehr zum Leidwesen meines Vaters und meiner Mutter mich tatsächlich für den Beruf des Koches entschieden habe. Dadurch, dass ich aber so jung war, musste ich also ursprünglich geplant ein Pagenjahr einlegen, damit mich das Hotel damals auch wirklich in die Ausbildung übernommen hat. Gott sei Dank gab es dann aber da ein kleines Schlupfloch damals von der IHK, dass man also auch mit grad so 16 Jahren dann schon lernen konnte. Genau, weil es ja halt eben um die Abendstunde ging und so weiter. Ja. Und offiziell wurde ich also immer um 22 Uhr nach Hause geschickt. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass es auch geklappt hat, aber im Großen und Ganzen, die Möglichkeit war da. Und das war eigentlich sehr schön. Okay. Und aber das soll jetzt nicht deine junge Leute, die sich für so einen Beruf interessieren, Angst machen? Also ganz und gar nicht. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass das Handwerk des Kochs eigentlich oftmals in der Gesellschaft viel zu schlecht wegkommt. Weil unheimlich viel Verantwortung auch auf den Schulern lastet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich auch unheimlich viel falsch machen. Gleichzeitig ist es aber natürlich, und das schreckt halt natürlich viele ab, arbeitsintensiv. Es ist oftmals emotionale Tage, die man einfach in Kauf nehmen muss. Weihnachten, Ostern, also das klassische Programm. Die Bezahlung ist nicht unbedingt gerade berauschend. Also ein gewisses Maß an Passion muss dabei sein, aber ich denke, das hat auch eine Krankenschwester, ein Feuerwehrmann, wie auch immer. Alles hat Schattenseite. Das würde ich auch sagen. Aber dank dem Fernsehen und den ganzen neuen Shows, die es jetzt da in den letzten Jahren doch gab, hat sich das Bild etwas geändert. Und das finde ich eigentlich auch gut, dass da auch eine breite Öffentlichkeit einfach mehr Anteil nimmt. Nur, einen Fehler sollte man nicht machen. Kochen ist nicht nur immer Spaß, sondern Kochen ist also in erster Linie erstmal harte Arbeit. Ja. Absolut. Und das sollte man nicht so blauäugig an die Sache rangehen. Ja, wie ernst das ist, kennen viele Leute natürlich auch von daheim, wenn sie dann mit der Partnerin oder dem Partner kochen. Dann, also bei uns ist das immer so, einer muss sich freiwillig unordnen. Einer gibt den Takt auch, so wie das jetzt bei uns zwei ist. Du gibst den Takt auch und ich habe mich unergeordnet. Und dann funktioniert es ja auch. Also ja, Koche ist eigentlich oftmals in vielen Bereichen einfach Koordination von der Abläufe. Aber manchmal, es gibt ja trotzdem Tage, wo man sich manchmal wirklich fragt, wie das jetzt heute wieder geklappt hat. Also wie man selber manchmal aufgrund der Masse oder der Menge oder der Situation, die halt jedes Mal entstehen können. Ja, vor allem Murphys Gesetz sagt ja, ach, dass die ganze Reservierung alle auf einmal auftauchen. Ne? Und er hat recht. Er hat definitiv recht. So. Ich lege die jetzt einfach mal auf die Seite, mariniere die kurz. Ohne Salz, ohne Pfeffer, einfach nur ein bisschen Olivenöl. Dass die ein bisschen durchziehen. Ich muss an unser Zuschauer denken, wenn immer ein bisschen mehr auf die linke Seite wie auf die rechte, dass die das auch gut sehen. Ich habe mich sofort daran erinnert. Aber nur um das nochmal kurz anzureißen, beziehungsweise ach. Also ich würde jedem jungen Mensch raten, der Interesse hat am Kochen, einfach mal ein Praktikum zu machen, ach in einem Betrieb, wo er sich vorstellen könnte, später mal so eine Ausbildung zu machen. Um sich mal die Arbeitsabläufe anzuschauen. Ja. Weil es gibt nichts Fataleres wie blind links irgendwo rein zu rennen und sich mit dem Beruf vorher nicht auseinanderzusetzen. Ja, ich denke, also das ist allgemein für die Berufswahl wichtig, dass man sich frühzeitig Gedanken macht und halt auch einmal ein Praktikum absolviert und dann. Also man sollte auch so ehrlich zu sich selber sein, wenn man nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr merkt, ach du lieber Gott, das wird nichts, lieber bleibe los als weitermachen. Ich habe bei meinem Berufspraktikum auch gemerkt, dass der Wunschberuf nicht der richtige ist. Insofern so ist es. Auch ein Nein ist eine Erfahrung. Genau, so ist es. Ich mache schnell das Brett sauber, dann darfst du die in Scheiben schneiden. Okay. Da werden wir dein Talent überprüfen, gleichmäßig dicke Scheibe zu schneiden. Aber du hast ja einen Ruf zu verlieren. Ja, das, du kannst das ja. Die Kollegen zeigen das ist natürlich alles als Nahaufnahme.
Und das wird dann wahrscheinlich alles später im Bild. Also ich wollte nur sagen, so geht es dann in der Profiküche. Das geht dann wesentlich schneller. Das habe ich mal gedacht, ne? Dass jetzt sowas ne? kommt. Ne? Das war extra so ein Gag, den habe ich mir extra vorbereitet. Aber das würde ich, würd ich dann mal kurz nehmen und dann würde ich das wieder, dann würde ich mal Aufgabe zu Ende bringen. Ne? Du weißt mich jetzt nicht hier mit dem Messer schneiden lassen. Ach schade, da, ich habe mir das gedacht. Das sind so die ersten Hilfestellungen, die man ganz gerne annimmt. Ne? Ja, natürlich. Vor allem, wir wollen ja unsere Zuschauer aber, auch nicht. Aber wie du siehst, also du baust ja jetzt hier gerade einen Kartoffelberg. Es geht auch wesentlich formschöner. Wenn wir die so schön dann hinterher ins Blech setzen, dann sieht es nachher richtig gut aus. Das Auge ist mit, Herr Merkler. Okay. Ich werde mich bemühen, das wieder nett zu arrangieren. Genau. Wir legen die einfach so ein bisschen aneinander, weil das hat auch den Vorteil. Dadurch bleibt es ja gleichmäßig, weil dann die Höhe ungefähr selbe ist. Und dann haben wir einfach die Möglichkeit, da entsprechend das Ganze auch von der Garzeit her, dass man es ja im Opas wirft, da ist noch ein Stück neu gerutscht. Boah, unser Schüssel. Links, da, links. Ja, okay. Also wenn man es mit rohen Kartoffeln macht beim Gratin, ist es also so, dass du die rohen Kartoffeln entsprechend natürlich auch in Scheiben schneidest, schön einsetzt. Dann geht man allerdings hin und nimmt das Gemisch aus Milch und Sahne, das ich verwende. Es gibt auch welche, die nehmen nur Sahne, aber in Zeiten von Kalorienzähle kann man das auch ein bisschen mit einer Vollmilchstrecke. Allerdings müssen mindestens 3,5% haben, dass ein gewisser Fettanteil brauchen wir einfach. Klar. Dann würde das rohe Schale eingelegt, die rohen Kartoffeln, die Milch, die Sahne kocht man dann auf, damit es schon eine gewisse Hitze hat. Gießt es über die Kartoffeln und schiebt es dann in den Ofen, ca. 160 Grad, eine Stunde. Wir haben das Ganze jetzt etwas schneller, da die gekochte Kartoffel das im Endeffekt auch so nicht mehr aufnimmt. Übergießen wir das jetzt mit kalter Milch und Sahne, gemischt. Würzen das aber natürlich vorher und dann kannst du es aussuchen mit Käse, ohne Käse. Mit Käse. Und dann geht es in den Ofen. Genau. Der Messbecher brauchen wir jetzt noch, fällt mir gerade ein. Den haben wir in der Spülmaschine. In der Spüle. Ah, okay, genau. Nee, okay. Hier war es, gell? Okay, mach den gleich sauber. Nein, ich stehe ja schon dort davor. Okay, gut, dann mach du das. So, ich setze die noch mit ein. So, dann könntest du gerade mal die Milch. Die abgemessene Milch abmessen. Genau, so ist es. Genau. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Wir wissen doch, wie viel das ist. Ja gut, ich wusste ja nicht, dass wir jetzt den Messbecher doch nehmen, aber ich hätte daran denken können. Ne? Aber zum Mischen ist es einfacher. So, pass auf. Zack. Dann werden da gar nicht mehr. Ich mich lieber darum, dass das Geschirr aus den Füßen kommt und so. Pass auf. Also in diesem Behältnis ist einfach nur Salz und Pfeffer. Einfach schon gemischt. Das muss man relativ gut würzen. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Milch und die Sahne-Mischung nicht würzen. Insofern tun wir da ein bisschen mehr drauf. Dann kommt einfach nur Muskat. So, und dann, wo ist er? Ja, gießen wir das einfach drauf. Du könntest mal drüber die Käsestreifen, das heißt gut gäbe. Also ich benutze dann Emmentaler, weil er etwas herber im Geschmack ist. So, und dann kann das theoretisch schon. Da kriegst du ganz schön da drauf. Genau, gerade auch weg. Ich mache gerade noch ein bisschen Gewürz drauf. So. So, weil die Sahne, dass sie mit runtergenommen wird und dann, genau, und dann drüber. Und dann kann das dann ca. 30 Minuten, 140 Grad. Wenn es uns dann hinterher zu blass ist, können wir immer noch kurz noch ein bisschen Hitze drauf geben und dann wird es schön. So, was öfter machen wir gleich der Rand. So, genau. So, dann packt das gerade mal in den Ofen, dann mache ich wieder das Brett weg. So. Das habe ich nicht aufgepasst, hast du schon gesagt, dass wir 140 Grad eingestellt hätten und den Ofen vorgeheizt hätten? Nein, das habe ich nicht gesagt. Das ist nämlich wichtig für unsere Zuschauer. Genau, also das macht's einfacher. So, pass auf, dann nehmen wir noch schnell jetzt, setzen wir für unser Bohnenbündchen, brauchen wir die Bohnen, die sind da drüben. Da setzen wir jetzt einfach das Salzwasser auf mit ein bisschen Bohnenkraut. Das Bohnenwasser, ich mache also immer einen kleinen Spritzer Zitrone rein. Einfach damit die Farbe ein bisschen erhalten bleibt, ein bisschen besser. Und gleichzeitig auch ein bisschen mehr Salz wie normal. So, pass auf, das musst du mir jetzt kurz da erläutern, wie das funktioniert. Also jetzt Power und dann. So, gut. Also, wieder unser Salz. Wie gesagt, etwas mehr, weil die Bohnen, die vertragen ruhig ein bisschen Salz. So, und gerade ein kleiner Schwabber Zitronensaft und etwas Bohnenkraut. So,
Also mein absolutes favorisiertes Gewürz. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen, aber ich liebe es einfach. Okay. So. So, das können wir wegräumen, das brauchen wir immer. Die Bohne, die kochen wir jetzt auf, blanchieren sie kurz. Nehmen sie dann raus, genau. So, was machen wir so? Ein bisschen vorheben wollen wir es allerdings auf, weil wir sie später nochmal brauchen. So, pass auf. Bohnen. Nehmen wir beide? Nee, lang. Okay. So, pass auf. So, jetzt siehst du, jetzt wirst du natürlich verrückt werden, wenn du jedes einzelne nimmst. Du nimmst jetzt einfach, machst einfach Türmchen. Jetzt wird natürlich meine Mutter daheim wieder sagen, Kind, wenn du einen Kopfsalat butschst, da brauche ich 5. Also wie gesagt, also meine Mutter reicht einer, ich brauche 5. Das stimmt aber so nicht ganz. Aber du gehst einfach hier und schneidest einfach oben die Köppelchen ab. Also nach Prinzessbohne, die sind also etwas feiner. Und dann geht es gerade um die andere Richtung runter, rumdrehen und dann wieder oben einmal rum. Und dann sind sie fertig. So, dann hol ich ein bisschen Schüssel und dann schmeißen wir es gerade rein. Die Dinge sind immer verschwinden lassen. Das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. So, genau. Und die tun wir dann ablongieren, kalt machen und dann rollen wir sie. So. Dann gehe ich darüber. Du kannst schon ein kleines rotes Messer haben, wenn es einfach ist. Ne, ich mag das blaue. Gut. Bevor das Rote nicht schneit und mit dem Stumpfen tut es noch mehr weh. So. Und danach gehen wir dann einfach ans Pesto. Okay. Das tut sich. Ich tue dann schon mal Sieb. Acht gerade mal kurz drauf. Ich setze mit, dass wir es später haben. So, schon mal da rein. Also ich habe eigentlich schon fast einen Druck in der Hals, wenn viele erzähle. Steht uns mal was zu trinken, arrangiere. Was möchtest du haben? Wasser. Wasser. So, dein Glas, finde ich. Das ist hier noch dahinter. Aber okay. Ich hätte es jetzt auch gemacht. Gut, ja, mach du mal Bohne. Ach, seid euch dumm. Okay, gut. Die halbe Stunde. Brauchst du 34 Minuten. Urlaub, das sieht ja gut aus. Das passt. Gut, wunderbar. Die 10, aber jetzt, seit die Temperatur erreicht war, ist es keine Zeit eingestellt. Wenn wir eine Zeit euch stellen wollen. Das müssten wir machen, ja. Auf jeden Fall. Da hat zumindest mal uns die Uhr. Okay. Dann können wir hier sagen, wie lang. Gut. Dann machen wir eine halbe Stunde, dann werden wir sehen, was passiert. Und dann können wir nur fast so ein bisschen zugeben. Genau. Okay. Und dann ruft uns nämlich der Ofen, wenn die halbe Stunde rum ist und wir vergessen das nicht. Wasser finde ich auch. Wo finde ich denn Wasser für dich? Im Kühlschrank. Kühlschrank, gut. Lustig, der Fernsehmoderator von seinem Gast bedienen. Wenn du die Bohnen in der Zeit machst, ist das nicht so schlimm. Danke. Olsen, so, Budget. Ja, das kocht ja gleich, Induktion sei Dank. Und dann gehen wir ins Pesto. Ich könnte aber nicht was, in der Zwischenzeit fange ich schon mal an, die Petersilie zu hacken. Das klingt gut. Wenn du. Da ist einfach so ein anderes Brett. Ah, okay, du hast das geht. So, wenn wir irgendwann noch mehr Bretter brauchen. Bretter sind da. Bretter. Also, so gewaschen ist er natürlich. Ich habe mir das nur erlaubt, schon vorher. Ich Kollege von der Regie mal eher auf deine Finger gucken, wie auf meine. Okay. Ja, wobei. Das Wasser kocht. Deine sind wahrscheinlich vorm Schönerste. Da können wir jetzt ein bisschen. Das sind überguckt. Gut, also kochen muss es noch, aber nicht so arg, genau. Also wie gesagt, wir brauchen jetzt die Bohne. So, Vorsicht. So, da kann ich die Bohne danach gerade rein tun, sei sie gut.
Ja, Chris, im Vorgespräch haben wir uns darüber unterhalten, wie lange du jetzt in Hasloch gekocht hast. Du warst über 14 Jahre in der TSG-Gaststätte. Ja, genau. Und bist seit anderthalb Jahr ungefähr jetzt in der Gutschenke in Muschbach. Ja, genau. Wie kamst du zu der Veränderung? Also es war so, dass wir ursprünglich Hasloch das eigentlich nur als Projekt sahen, die Betriebswirtschaftlichkeit einfach zu lernen. Das heißt, kochen war jetzt einfach mal klar, wie es geht. Und für mich war einfach der Traum der Selbstständigkeit durch die Familie dann auf einmal ermöglicht. Und kochen ist aber nicht gleich Personalführung, gewissermaßen klar in der Verantwortung. Das hatte ich ja auch schon ein bisschen gemacht. Aber Buchhaltung und alles, was dazugehört. Deswegen war das Projekt eigentlich in Hasloch gedacht, einfach um die Betriebswirtschaftlichkeit zu lernen, dass man einfach dann einen Schritt weiter gehen kann. Da das Objekt damals also relativ auch am Boden war, hat es also lange Jahre gedauert, bis man überhaupt einfach mal das Investitionsvolumen einfach wieder zurückkriegt. Ja. Das hat einfach gedauert. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir einfach auch unser Herz verloren in Hasloch. Ja. Also es war einfach schön, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, obwohl es nur in Anführungszeichen Sport war, wo jeder oftmals die Nase gerümpft hat, war das fehlende Ambiente eigentlich durch persönliche Kontakte ausgeglichen. Ja. Die Kinder wurden geboren und das hat dann auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und man hat natürlich auch sein Geld dort verdient, das war natürlich auch klar. Ja. Aber man hat dann natürlich auch gemerkt, so kurz vor der 40, das lag aber jetzt nicht am Alter, sondern einfach auch an den ganzen Lebensumständen, dass man auch noch mal gerne was anderes machen wird. Dass es einfach der Wunsch nach Veränderung einfach danach da war. Wir wollten auch ein Haus kaufen in Hasloch und dann kam es. Das also, habt ihr mittlerweile aber auch gemacht. Das haben wir mittlerweile gemacht. Aber das ganze Argschoben wurde dann halt eben auch dadurch, dass ich halt 2007 dann krank geworden bin. Und hab dann, bin an Leukämie erkrankt, was ich auch immer noch habe, aber in einem guten Zustand, also Gott sei Dank. Aber das hat natürlich vieles beschleunigt. Das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir es umstellen, der riesige Betrieb auf Dauer zu führen, meine Frau unmöglich, geht gar nicht. Also sie hat ja auch noch ihren Beruf. Und wenn man halt mal so sowas vorher erlebt, macht man sich auch darüber Gedanken, wie man sowas dann verändert für die Zukunft. Da kam halt eben auch die Anfrage aus Muschbach von der Familie Völker, die wir schon lange kennen. Und das haben wir dann eigentlich auch mit Freude angenommen und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Entscheidung war mit Sicherheit nicht falsch, weil wir dort auch wirklich als Bestandteil des ganzen Weinguts mittlerweile fest integriert sind. Also es gibt vom Namen her und von dem nach Hause hin also keinen Unterschied, das sieht man auf dem gemeinsamen Internet. Genau, also ich muss sagen, dass die Familie Völker hat uns da also wirklich auch mit offenen Armen empfangen und auch mit unheimlich viel Engagement und machen das jetzt auch nach 2 Jahren, also wirklich jeden Tag eigentlich mit Freude, dass wir darüber fahren, arbeiten. Das war nicht nur leere Luft, heiße Luft, Entschuldigung, also heiße Luft, wie man so schön sagt, sondern das war wirklich auch tatsächlich so, wie es besprochen war. Und das war eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja. Also da haben wir uns eigentlich Gott sei Dank in die richtige Richtung verändert. Ne? Sehr schön. Ja, so. dir war auch wichtig, dass wir das Thema heute nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern dass wir es auch wirklich ansprechen, weil dir auch wichtig war, zu der DKMS noch was zu sagen. Genau. Also es ist prinzipiell so, dass ich natürlich jetzt nicht aus Gründen der Selbstdarstellung das jetzt irgendwie benutze, sondern mir geht es einfach darum, dass das Thema, mir ist es passiert, damit setzt man sich auseinander, wo ich einfach gemerkt habe, wie viele Leute eigentlich darüber ganz schlecht informiert sind, was Leukämie betrifft, Knochenmarkspende, man hat immer Horrorszenarien von Leuten, die auf dem Bauch liegen, mit Nadeln im Becken kommen, das ist also alles nicht mehr und es ist eigentlich ganz leicht, ein Lebensretter zu werden, indem man sich eben typisieren lässt bei Aktionen oder halt eben in Form von einer Blutabnahme beim Doktor. Kostet 50 Euro, ist eine gute Sache an dem Gemeinwohl. Und man kann eigentlich wirklich dann relativ leicht durch diese Stammzellenspende helfen, indem man ein Medikament einnehmen würde im Falle einer Anfrage. Und dann bilden sich im Blut Stammzellen heraus. Die werden gefiltert einfach durch einen Blutkreislauf, der das dann raussortiert. Und das wird dann dem Patienten eingefügt. So. Also in Hasloch gibt es jetzt auch aufgrund unseres Engagements, meine Frau ist als Arzt mit dabei, mittlerweile 3 Leute, die das gemacht haben, auch als Spender fungiert haben. Und das ist eigentlich was, da opfere ich mich gerne dafür, da Werbung dafür zu machen. Deshalb haben wir ja gesagt, wir sprechen das Thema. Das war persönlich sehr wichtig, genau, dass das Thema also nicht dramatisiert wird, aber eben doch schon mal thematisiert wird, dass man also ganz leicht da wirklich was Gutes tun kann. Genau. Also ich weiß zum Beispiel auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Rote Kreuz in Hasloch, die organisieren das beim Blutspende mittlerweile mit. Genau. Man kann ganz einfach, wenn man zum Blutspende geht, die Gelegenheit nutzen und sich einfach noch eine abnehmen lassen für die Typisierung. Genau. Und kann so einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und das ist ja auch noch unverbindlich. Ne? Man hat ja noch keine, also man geht ja noch keine Verpflichtung ein damit. Du unterschreibst überhaupt keine Verpflichtung für irgendwas. Es ist nur schlicht und ergreifend so, dass es eben mittlerweile, Deutschland hat die also weltweit größte Spenderdatei mittlerweile. Und es ist wirklich mittlerweile, nehme ich das Todesurteil, das es vor 10 Jahren, vor 11 Jahren vielleicht noch war,
Also ich selber habe schon davon profitiert, dass es neue Medikamente gibt in der Forschung eben und habe jetzt das Glück, dass ich jetzt also nach fünf Jahren, jetzt seit 7 Monaten ohne jegliche Medikamente das wieder im Griff habe, mein Körper das wieder selbst stabilisiert hat. Also es gibt durchaus positive Resonanz und auch Hoffnungen darauf. Und insofern macht es natürlich dann auch wieder das Leben ein bisschen leichter. Klar. Aber ja, wir blenden natürlich an der Stelle auch nochmal die Internetadresse von der DKMS, das sehr heißt gut. Deutsche Knochenmark Spendedatei. Genau. Die blenden wir auch nochmal ein, dass die Zuschauer dort auch die Gelegenheit haben, sich wenn wir das Thema schon angesprochen haben, dass man auch weiß, wo man weitere Informationen dazu kriegt. Also, genau. So, die Bohnen haben wir jetzt abgeschreckt. Die tun wir jetzt einfach nur ein bisschen abtropfen lassen. Die Pfanne brauchen wir aber noch nicht heiß. Okay. Das ist jetzt einfach nur zum Vorbereiten. Wir machen jetzt unser Pesto fertig. Petersilie habe ich gekackt. Basilikum. Dann nehmen wir ein bisschen Honig. Das war natürlich frisch, ne? Das war frisch, das habe ich für die Zuschauer schon vor. So, dann haben wir ein bisschen Honig. Auch hier ein kleiner Tick Zitronensaft. So, etwas Senf. Also Senf und Lamm ist eine unheimlich gute Kombi. Ich glaube, unser Kollege von der Technik hätte das lieber gern hier, weil sie da leichter dem Zuschauer den Blick in den Topf gewähren können. Die linke Seite, ich verstehe. Und ich gehe auch kleinen Schritt auf die Seite. Bleib alles gut. So, ach da, wieder ein Tick Olivenöl, Salz, Pfeffer. So, das tun wir gleich rüber. So, Knoblauch. So, mein Lieber. Ja, ja. Viel, wenn ich? Ich bin Knoblauch-Fan. Okay, gut. Ich nicht, also machen wir halbe. Gut. So, also Knoblauch ist gut. Das ist eigentlich einfach nur Folgendes getan. Semmelbrösel, ganz normales Panierbrot, in etwas Olivenöl und ein bisschen Butter angebraten. Dann einfach nur ein bisschen getrocknete Kräuter der Provence rein. Deswegen habe ich das auch schon vorbereitet, dass es ein bisschen durchzieht. Ja. Und dann tun wir das jetzt einfach rein, weil das gibt auch so ein bisschen den großen Effekt bei dem Ganzen. Und dann kannst du gerade ein bisschen Parmesan reinmachen, so viel wie du magst. Und dann schauen wir, dass wir eine Konsistenz hinkriegen, die ähnlich dem Senf ist. Also wir brauchen schon ein bisschen gebundene Masse. Okay. Dann kannst du dich jetzt austoben. Auch ruhig ein bisschen verdrücken. Das wäre lieber immer ein bisschen zu wenig Öl als zu viel. Also der Käse muss natürlich auch wirklich so gut wie es geht klein werden. Ja, solange man damit sagt, hat es schon einer totgeriert. Das hat eine deiner Vorgängerinnen hier schon nochmal gesagt. Völlig entspannt. Das du rührst so lang, bis du sagst, es ist gut. Genau. Und dann brauchen wir, bevor wir jetzt dasselbe Löffel für alles benutzen, noch einen Löffel, damit wir mal probieren, ob es da schmeckt. Rechts in der obersten Schublade. Schlägt uns gleich mal noch 2, 3 hier, für später. Das sieht ja gut aus. So, den Knoblauch brauchen wir nicht mehr, aber später. Was sagt unser Backofen? Der sagt noch 10 Minuten. Der sagt 19 Minuten. Ah ja, okay. Das passt schon, aber ich gucke gerade mal. Also ich gehe jetzt kurz hoch, mache es jetzt gerade ein bisschen heißer. Ich habe es auf 155 Grad hoch. So. So, gehen wir hin, probieren wir, wie das schmeckt. Da hinten liegt noch einer. Ist gut, ne? Ich wäre einverstanden. Das Zitronische ist auch wichtig. Danke. So. Das heben wir jetzt auf, dann kann ich das noch ein bisschen durchziehen. Magst du eigentlich auch was trinken? Nee, danke. Hinterher. Gut. So, gut. Stellen wir auf die Seite. Jetzt machen wir die Bohnenbünsche. Okay. Dann holen wir das wieder darüber. Genau, das holen wir jetzt hier. So, pass auf. Einfach die Bacon-Scheibe, genau.
Dann machen wir jetzt einfach das Bad. Dazu brauchen wir danach die Pfannen. So, die rollen wir jetzt einfach, genau, einfach so grob ein. Also gar nichts Besonderes. Und die werden dann einfach nur kurz scharf angebraten von beiden Seiten. Mhm. Und dann tun wir da gerade noch ein ganz klein bisschen Wasser angießen. Mit ein ganz klein bisschen Salz, Pfeffer und noch ein bisschen von dem Bohnenkraut. Und dann lassen wir das einfach an der Seite ein bisschen stehen, dass es schön durchzieht. Und dann ist es schon fertig. Also mir ist halt einfach wichtig, auch vom Kochen her, dass man nicht immer das Rad neu erfindet. Es gibt ganz viel vor der Haustür, es gibt ganz viel einfache Sachen, die man probieren kann, trotzdem Abwechslung hat, die auch gewissermaßen die Nachhaltigkeit ein bisschen bedienen. Weil ich finde es also immer ganz furchtbar, wenn alle Rezepte dieser Erde im Internet natürlich nachlesbar sind, gibt es ganz tolle Kreationen. Das machen wir natürlich. Ach, das ist vielleicht die Gelegenheit. Absolut toll. www.facebook.de/Kochsendung. Wir blenden das danach nochmal ein, dass die Zuschauer auch immer auf dem Laufenden sind mit den Rezepten. Absolut. Also es geht einfach nur darum, wenn ich jetzt alle möglichen Rezeptkreationen probiere, ich habe immer einen Rest, ich habe immer was übrig. Mhm. Und es gibt ganz viele Dinge, die man machen kann mit den Sachen, die man zu Hause hat und kriegt es auch weg. Klar. Also ganz viele Küchenschränke Deutschlands sind, glaube ich, voll mit Dingen, die seit Jahren da drin stehen und keiner weiß mehr, was er damit machen soll. Wenn man mal Verellrezept gekauft hat. Ja. Schlimm ist, es hat dann nicht geschmeckt. Dann das ist natürlich dann ganz schwierig. Deswegen, vor allen Dingen ist es mir auch wichtig, deswegen auch die Philosophie in unserem Restaurant. Wir versuchen also, auch die Leute zu vermitteln. Wir können es natürlich nicht zwingen, aber wir bieten es auch an. A, alte Klassiker ein bisschen ins Augenlicht zurück. Mhm. Das heißt, ach mal saure Niere oder ach mal ganz normale Roulade, ein Krautwickel, aber halt selbst gemacht. Ja. Gepaart dann schon mit neue und ein bisschen trendy Sache. Aber gleichzeitig einfach zum Beispiel meine Kinder zu vermitteln, Erdbeeren gibt es eben nicht im Januar bei uns in der Region. Natürlich gibt es die aus aller Welt, die schmecken sogar. Also das Argument des Geschmacks geht mittlerweile, wird immer schwieriger. Ja. Aber es ist halt einfach, in unserer Region gibt es so viele tolle Sachen zu jeder Jahreszeit, die man durchaus auch verwenden sollte. Und das versuche ich halt einfach umzusetzen. So, gut. So, du könntest zur Tat schreiten. Haben wir irgendwo einfach Öl? Ganz normales Öl, glaube ich, oben. Ja, oben in dem Schrank. Mal Olivenöl an allem. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen, wie gesagt, also ich verwende auch unheimlich gerne diesen Bacon, weil er halt eben, wie gesagt, mild geräuchert ist und nicht so richtig salzig ist und vor allen Dingen er bildet unheimlich schön die Kruste, also er wird richtig kross, schmeckt auch entsprechend lecker. So, und wenn das dann seine Temperatur hat, ein Stück weiter noch links. Okay. Und wenn das seine Temperatur hat, einfach einlegen. Also die Lammlachse, die brauchen ungefähr 7-8 Minuten. Wir braten die kurz und scharf an, also richtig auch mit Hitze, setzen die dann auf ein Blech, bestreichen die dann mit dem Pesto. Und dann kommen die in den Ofen und dass sie rosa rauskommen. Okay. Also wir versuchen das, aber... Ja, da können wir alle technischen Hilfsmittel, die wir hier zur Verfügung haben, auch einsetzen. Kein Temperaturfühler. Ich habe das letzte Mal schon von dem Fühler erzählt, was der Ofen kann. Okay. Heute können wir endlich mal demonstrieren. Das können wir gerne probieren. Und wir haben es jetzt schon mal gezeigt, wie das mit dem Thermometer aussieht. Und heute wenden wir es dann tatsächlich mal an. Gut. Und testen mal, wie die Fleischgarautomatik von dem Ofen und es auf den Punkt macht. Und das ist ja der Fachmann dabei, der das überwacht, dass, falls die Technik versagt. Okay. Genau, aber wenn es zu spät ist, ist es zu spät. So, ich glaube, jetzt ist es heiß. Jetzt kannst du, glaube ich, hat es ausgeschaltet? Hat das sich abgeschaltet. Okay. Also es gibt halt mittlerweile echt total tolle Geräte, auch für zu Hause, so Dampfgarer und so weiter. Das ist natürlich Sache, klar, früher war das viel mehr Handwerk. Man hat halt wirklich aufpassen müssen. Aber heute durch die Möglichkeit, also es gibt schon ganz tolle Geräte. Ja, der Ofen ist ein Konvektomat quasi. Also sensationell. Da kommt sehr fast gut alles, was der Profi-Ofen auch kann. Im Kleinen für den Hausgebrauch und natürlich auch so, dass er leicht zu bedienen ist. Ich denke. Ja. So, pass auf. Du musst einen Gefallen, um Brandblase zu vermeiden, legst immer vorne rein, schiebst nach hinten. Das ist so immer der klassische Fehler, den die Lehrlinge zuerst machen in der Küche. Da verbrennen sich nämlich die Finger und leicht schon wieder. Dann schreien sie. Hätte man nichts anmerken gelost, weil wir sind eine Kamera überwacht. Ich hätte es dann so dezent gemacht, dass es keiner mitkriegt. Also auch hier ist jetzt einfach wichtig, Ruhe. Also das ist zum Beispiel auch was beim Kochen.
viele Leute haben ja immer nervöse Zeigefinger und eine Fleischkarre und dann geht's los. Beim Steak, ach Gott, mein Steak wäre nix, ja. Weil sie halt ständig gucken, ob es ohne was wird und dann zieht Luft runter, dann legst du wieder drauf, schon zieht's Wasser. Okay. Einfach mal liegen, dass ein Vertrauen in sich selbst habe, wenn es verbrannt ist, riecht man es. Also mit der Zeit kriegt man es raus. Apropos riechen, es riecht wirklich gut. Ich denke, die Zuschauer, die hier in der Küchenwelt in Neustadt sitzen, die können das auch bestätigen. Die Zuschauer zu Hause können das leider dieses Mal nicht selbst erleben, aber es hat jeder die Gelegenheit. Die Termine sind immer rechtzeitig veröffentlicht und wir freuen uns, dass einige Leute mittlerweile hierher kommen. Das ist jetzt also praktisch auch dieser Bacon. Es gibt so ein richtig schönes goldgrabes Ding. Und damit ihr nicht langweilig wird, kannst du das gerne rumdrehen. Okay. Das wird mir zu heiß. Ah ja, ich mach das mal lieber so. Gut. Wir können jetzt auch die Hitze ein bisschen reduzieren. Das ist auseinanderfall. Ich glaube, da ist schon wieder alles geschaltet, kann das sein? Ja. Okay. Dann muss doch du drehen und ich kümmere mich dann hier. Vielleicht mag er auch das Brett hier nicht. Echt, ja. So. Sehr gewickelt. Aber du wirst ja auch nichts anmerken, dass der Grill in 10 Wochen wäre. Das ist essseitig. Nee, aber wir müssen jetzt gucken, wie du siehst, das ist leicht essseitig Woche. Also wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das Ganze. So, machen wir es jetzt einfach mal so, dass wir das beidseitig schön gebräunt kriegen. Also das Sauce ist ja optimal, so setzen wir danach raus. Wir besorgen uns jetzt nur einen kleinen Schluck Wasser. Also ich sage dadurch, dass wir das auch vorhin schon leicht gesalzt haben, brauchen wir noch gar nicht mehr so viel, weil da hätte man auch den normalen Speck nehmen können. Also so groß soll es danach schwer sein. Ja. So, schauen wir mal, wie ist der jetzt? Okay, super, die sind schon super. Die kennen noch ein bisschen. Geh her. Also man merkt aber natürlich auch mit den Jahren, man kriegt wirklich eine gewisse Schmerzgrenze, die steigt nach oben. Also was Kicks und so weiter angeht, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wie jeder Beruf, ja, natürlich. Holt man es ja Vor- und Nachteile. So, pass auf. Wo war das Bohnenkraut? Da machen wir doch noch ein klein bisschen dran. So, dann gießen wir das jetzt einfach ein bisschen dran, da passiert jetzt gar nichts. So, und das ist jetzt einfach. Das nimmt jetzt nochmal den ganzen Geschmack. Wir stellen das jetzt einfach neben hier und machen das später einfach nochmal warm. Aber jetzt haben die Bohnen auch noch ein bisschen Zeit, noch den letzten Tick Geschmack anzunehmen von dem Speck. Und wenn wir nachher soweit sind, dann gibt es nochmal kurz auf die Blatt und dann ist das fertig. So, jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen mit unserem Gratin abstimmen. Das braucht jetzt noch 9 Minuten. Dann hätte ich gesagt, können wir mit der Lammlachse anfangen. Legen wir los. Okay, dann brauchen wir die Pfanne. Genau. So, und da brauchen wir jetzt wirklich richtig Hitze. Und dann tue ich das mal weg. Also das ist eigentlich auch eine tolle Pfanne, optimal, weil es auch so schön mit dem Guss, das ist also wie gesagt wunderbar, ideal erst zum Braten. Wie gesagt, ach jetzt hier mit Olivenöl, gar kein Problem. Und wie gesagt, die Teflonpfanne zu Hause, man soll sich selber sparen. Es gibt auch ganz tolle Teflonpfanne, die halt leider einfach mit sich Olivenöl nicht vertragen. Jetzt machen wir das durch mal weg. So, haben wir Blech, haben wir das. Nee, wir nehmen jetzt trotzdem mit frisches, aus dem einfach rum, weil da das ganze Öl drin ist. Ja. Sonst wird uns das zu viel, weil ja in dem Pesto auch noch mal drin ist und dann passt das. In dem Bratersatz dann machen wir auch unser Schü fertig. Mhm. Das heißt einfach Lamm raus, Pesto drauf, ab in den Ofen. Und dann haben wir, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, 6-7 Minuten, die sind nicht allzu dick, Zeit, das entsprechend dann auch vorzubereiten. Machen wir unsere Soße fertig, unsere Bohne, dann nochmal kurz drauf und dann können wir auch richten. Das Brett brauchen wir nicht mehr. Das mache ich jetzt gleich weg. Können wir das sauber, können wir das gleich einräumen, dann haben wir nachher mehr Zeit zu essen. So, also das ist jetzt auch nochmal schnell durchgezogen. Vorgespräch gesagt, du bist auch im Gewerbeverein in Hasloch aktiv. Also du wohnst in Hasloch, bist dort im Gewerbeverein. Genau. Wie kriegst du das unter einen Hut als Koch? Hat man eh schon, ich sage mal, schwierige Arbeitszeiten, um sich mit ehrenamtlichem Engagement irgendwie. Ach, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wir haben, oder ich nehme ja dann einfach eigentlich die Zeit, mit zu vielen Sitzungen sind sie danach nicht. Ja. Weil wir mittlerweile natürlich auch über die neuen Medien, E-Mail und so weiter gut kommunizieren können. Okay.
Aber es ist halt auch mittlerweile ein junges Team von Leuten, die sich einbringen aus allen möglichen Bereichen. Ja. Und das macht die ganze Sache eigentlich äußerst reizvoll. Noch dazu, dass halt, sagen wir, Hasdorf mit Sicherheit die ein oder andere Idee durchaus gebrauchen kann, weil die Abwanderung der guten Einzelhändler nimmt halt immer mehr zu. Altersgründe, Geschäftsaufgabe, ja, wie auch immer. Und dort dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken, das wäre schade, weil mit über 20.000 Einwohnern ist natürlich Hasdorf schon nicht uninteressant, ja, auch für ein Geschäft. Aber es ist halt wirklich bedauerlich, dass so halt vieles in große Industriegeschäfte abwandert und der kleine Einzelhändler bleibt letztendlich auf der Strecke und manchmal, ja, ist es nicht immer der Preis, weil Vergleiche haben jetzt wirklich gezeigt, ich kriege das beim kleinen Einzelhändler manchmal denselbe Preis, aber inklusive einer Beratung, und das anonyme Internet nimmt da halt doch schon relativ viel Kunde weg und es wäre halt wirklich schade drum, wenn du wirklich das mehr und ja, mehr ich denk, abnimmt. In unserer Gesellschaft findet das langsam auch so ein bisschen Umdenken statt, ja, wo absolut die Leute sagen, okay, ich gucke doch mal bei dem Einzelhändler am Ort vorbei und mein Gott, wenn der jetzt 10 Euro teurer ist, dann nehme ich das in Kauf, weil ich habe einen Ansprechpartner. Genau. Also dafür versuche ich einfach mich auch ein bisschen einzusetzen. Ach, da ist wieder ein gewisses Maß an Nachhaltigkeit. Das ist ein Wort, das wird bei uns relativ oft vergessen in den letzten Jahren. Wenn irgendwann mal alles weg ist, dann hocken wir wieder all da und jammern. Klar. Vor allem organisiert auch dieses Jahr wieder in Hasdorf den Wirtschaftsmarkt. Genau, ne? Der Wirtschaftsmarkt. Es gibt also eine richtig tolle Veranstaltung. Dieses Mal in der Pfalzhalle. Da, wo es vor langen, langen Jahren auch schon mal war. Ja. Und auf dem Pfalzplatz. Das ist der 1. und 2. Juni diesen Jahres. Es gibt also ganz tolle Sache. Auch im Außenbereich wird der ganze Parkplatz mitverwendet. Mhm. Da gibt es also Attraktionen in Form von Elektro-Skateboards, die dann alle fahren können, als Form von einem Parcours. Das gibt eine schöne Sache. Dann haben wir uns entschlossen, das Rote Kreuz zu engagieren, beziehungsweise auch zu unterstützen. Mhm. Die haben eine riesengroße Ausstellungsfläche zu ihrem Jubiläum. Okay. Und dann haben wir in der Zwischenzeit also über 55 Einzelfirmen, die sich dort präsentieren. Und die letzten Plätze sind jetzt auch schon im Nachfragen noch da. Also wir werden die Pfalzhalle wohl richtig schön voll. Also fast machen. Ausgebucht schon, habe ich genau gehört. Ne? Also deswegen, wer da aber noch Interesse hat, wir haben noch verschiedene Branchen, die durchaus einer Belebung bedürfen. Das ist also, gerade was die Gesundheitssache angeht, haben wir noch eine Sicherheit. Wäre schön, wenn wir da was ergänzen könnten. Und was halt auch völlig brach liegt momentan, ist das Angebot an Firmen, gerade für den Seniorenbereich, die wir auch mal zeigen. Die demografische Entwicklung, wir können es nicht aufhalten, wir werden immer älter. Es gibt immer mehr ältere Menschen. Und ich denke, da wäre auch mit Sicherheit ein Markt da, sich zu zeigen. Also wenn jemand Interesse hat, herzlich gerne. Also wir nutzen natürlich auch die Gelegenheit vom UK Weinstraße Studio Hasdorf. Ihr seid auch dabei, genau. Und habt ja wieder eure schöne Box. Genau, ja, dabei, die Green Box. Die Green Box, genau. Wir machen dort wieder was Spannendes. Diesmal aber auch ein neues Video, das wir hier einbringen wollen, aber das wird heute noch nicht verrotet, es gibt nämlich eine Überraschung. Wir werden aber auch unser Promo präsentieren, also unsere neue fahrbare Regieanhänger, wo unsere Technik drin verbaut ist, mit der wir heute auch die Sendung hier produzieren. Sehr gut. Das wollen wir einfach den Messebesucher mal zeigen, wie die Bürgerfernsehen funktioniert und was wir da so alles auf dem Kasten haben. Wunderbar. Nee, also wie gesagt, wir freuen uns drauf. Was übrigens auch noch zu erwähnen ist, wir haben also den Axel Roos. Fußballfans werden wissen, das war einer der Kaiserslauterer Urgesteine, wir haben noch zwei Stück, noch eins. Ah, okay. Der wird also mit seiner Soccerschule vor Ort sein und der Gewerbeverein verlost da also 8 Teilnehmerplätze bei der 08 im Fußballcamp. Da wird ein Bewegungsparcours aufgebaut, bei dem Kinder, egal ob gut oder schlecht, im Fußball oder im Sport generell, einen Parcours meistern müssen und werden dann eben in eine Losbox geworfen. Und da wollen wir 8 Jugendliche dazu animieren, sich vielleicht über sowas am Sport zu begeistern. Schauen wir mal. Also wir haben einige Attraktionen, das wird eine schöne Sache. Die Werbung wird jetzt auch demnächst immer mehr intensiviert und dann gehen wir davon aus, dass das eine richtig tolle, schöne Sache wird. Ja, es dauert ja auch noch ein bisschen, bis die Sendung, die wir heute aufzeichnen, dann tatsächlich auf Sendung geht. Genau. Insofern denke ich, das passt dann, bis da hier laufen mit Sicherheit auch die Werbemaßnahmen auch. Genau. So, das ist einfach nur Salz und Pfeffer. Mehr wollen wir nicht, weil wir ja auch den Eigengeschmack von unserem Pesto haben wollen. Ja. So. Also falls der Ofen jetzt gleich hinter uns klingelt, können wir das vielleicht gerade warm sitzen und dann müssen wir den Ofen vorheizen auf 220 Grad. Ja, also da sagt man dann noch 2 Minuten. Hallo. Aber ich glaube, das können wir rübersetzen, das hat schon ein bisschen Farbe kriegt. Das sieht doch ganz gut aus. Wenn jetzt den zweiten Ofen schon... Dann gehen wir da einfach ein bisschen höher.
und dann passt es. Dann haben wir jetzt so 120 Grad und nutzen die Gelegenheit, wenn wir schon zwei Backöfen hier haben, den zum Warmhalten zu benutzen. Aber ich gehe da trotzdem jetzt nochmal hoch auf 160, 165, das ist, und dann kriegt der nochmal schön Farbe. So, da passt es genau. Und der muss jetzt richtig Dampf kriegen. 220. Genau. Achso, wir wollten, sollen wir die Fleischgarautomatik benutzen? Können wir gerne machen, klar, probieren wir es aus. Dann war der Ofen schuld. Dann müssen wir später noch umstellen. Und ich weiß halt nicht, ob das dann mit einer Zeitrechnung hinkommt, weil der rechnet dann allein aus, was der Ofen denkt, wie lange es noch dauert, aufgrund von der Innentemperatur. Aber die Tür können wir noch offen zumachen. Ja, das alle. Dürfen wir noch. Dann der verriegelt sich nicht. Solange wir noch her über die Technik sind, ist das alles kein Problem. So, gut. So, pass auf, den Bratersatz lösche ich jetzt gerade kurz mit ein bisschen Wasser ab. Und dann geben wir unser Schü dazu, die ich mitgebracht habe. Mhm. Also Schü bedeutet eigentlich nur ungebundener Bratensaft. Wird eigentlich gemacht aus den Knochen, in dem Fall vom Lamm. Ja. Die werden also angeröstet, richtig, richtig stark angeröstet. Dann kommt ein Mürbrauch dazu, das ist also Wurzelgemüse, Karotten, Lauch, Sellerie. Das wird mit angeröstet, dann kommt Tomatenmark dazu. Zu der Schü, die du jetzt vorbereitet hast, wie macht man das, wenn man das zu Hause jetzt noch kochen will? Genau, das wollte ich jetzt gerade. Genau, also man röstet die Knochen entsprechend des Tieres an, fügt dann noch Wurzelgemüse zu, Karotten, Lauch, Sellerie, röstet es mit an, dann kommt Tomatenmark dazu, auch das röstet man, das müssen wir allerdings ein bisschen kochen lassen, das ist wieder verabschiedet. So, das kann jetzt ruhig runter reduzieren. Ja. Und dann wird es mit Tomatenmark, wie gesagt, auch noch angeröstet. Wenn es dann so richtig schön dunkel ist, löscht man es mit Rotwein ab, lässt es schön, richtig schön durchkochen und dann füllt man es mit Wasser auf und lässt es einfach so lange, wie man mag. In der Zeit, ja, wo man noch was vorbereitet, also das sollte man schon morgens beginnen, dass man es dann abends, ja, richtig nutzen kann. Ja. Wir Köche lassen es sogar über Nacht kochen, beziehungsweise bereiten es sogar über zwei Tage. Ja. Und die ganzen Kräuter und so weiter kann man immer mit einfließen lassen, alles mit dazu. Und dann wird es durch ein schönes Sieb abpassiert, dass man wirklich einen reinen Fleischsaft, ja, hat. Und dann wird es gebunden, ungebunden, wie man es dann halt eben mag. So. So. Also, jetzt lassen wir es schön kochen, dass das Wasser wieder rausgeht, aber der Bratensaft da drin bleibt. Und dann sehen wir weiter. So, und jetzt ich habe das schon mal vorbereitet. Also wichtig bei so einer Fleischgarautomatik ist, dass das Thermometer halt schon mal irgendwo im Fleisch drin sitzt, bevor man jetzt die ganze oben drauf macht. Genau, durch sogar richtig gemacht, also durch sogar ins dünnste Stück steckt, weil das ist das kleinste, das ist logischerweise, also deswegen, das ist als erstes soweit fertig, dann kann man das entscheiden. So, jetzt pass auf, jetzt tut ihr mal keinen Zwang an, jetzt habe ich das schon wieder ausgeschaltet. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn wir das immer genau auf den Hauptschalter stellen und dann... Gut. So. Kennt du mal noch ein bisschen. So, also auch jetzt müssen wir zwangsläufig die Finger nehmen, sonst fällt uns alles neben dran. Einfach bestreichen. So. Also, mehr brauchen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, unsere Kamera sieht das so nicht richtig. Okay. Wir stellen das da ein bisschen hoch. Komm her, ich mach dann hier einfach weiter. Du kannst, genau, du machst das einfach weiter. Das ist eine gute Idee. Und dann. So, unser Schü kocht sich jetzt schon runter. Das ist okay. Langt, sehr gut. Super. So. Muss eh handwischen. Okay, gut. Also wenn wir jetzt so weit sind, unser Gratin, das braucht die Zeit auch noch. Also ich habe es jetzt auch nochmal hochgestellt auf 180 Grad, dass es jetzt noch ein bisschen schön die Kruste kriegt. So, das läuft auch, das ist sofort warm. Und dann würde ich sagen, schieben wir es auf. Gut. Dann, die Kamera ist schon so weit, die können mitgehen, habe ich gesehen. Dann schiebe ich das da neu. Muss ich mal aufpassen, dass ich mir nicht die Finger verbrenne. Der Anschluss ist natürlich im Inneren vom Ofen. Das ist ein extra hitzebeständiges Kabel.
Ja, jetzt dauert es einen kleinen Moment, irgendwann piepst er wieder und dann sagt er, okay, ich habe jetzt ausgerechnet, was ich denke, wie lange das dauert. Also da fängt es an zu heizen und gleicht in der Zeit die Temperatur ab und zeigt uns dann irgendwann auch die Zeit, wo er denkt, ob das heiß ist. 70 Grad ist schon richtig, wie gesagt, bei Lamm ist es so, die Kerntemperatur bei 70 Grad ist schon rosa, das ist schon mal gut. Lassen wir uns überraschen. Also ja, also noch blinkt er, noch sagt er, ich weiß noch keine Zeit, irgendwann gibt er uns dann hier ein Signal. Wir behalten es im Auge. So, unser Jus kocht sich runter, das ist überhaupt kein Problem. Teller können wir schon mal vorbereiten. Die sind wir, genau. Also wir haben ja noch ein paar Minuten, aber da können wir es machen. Also ich würde folgendes vorschlagen, wir machen das dann einfach so, wir richten das ganz klassisch an. Gratin auf den Teller, Sättigungsbeilage macht man in der klassischen Küche immer links. Das ist Kartoffeln, also alles was sättigt, kommt auf die linke Seite vom Teller, Gemüse kommt immer rechts. Und unten drunter dann das Bratgut. Und dann richten wir das nachher einfach an. Soßenspiegel, schneiden das Lamm, schneide ich hier auf. In der Hoffnung, dass es rosa ist. Und dann garnieren wir uns das dran. Und dann sind wir fertig. Ja, wir können hier auch nichts zusammenschneiden, weil wir haben nicht irgendwo noch was im anderen Ofen. Nein, wir haben auch definitiv keinen doppelten Boden, keine zweite Küche. Alles live und ehrlich. Alles also live und ehrlich, genau. Zumindest die Aufzeichnung ist live. Richtig. Auch wenn wir es nicht live senden können. Wenn du jetzt Rosmarin magst. Ich habe es bewusst jetzt aus dem Pesto rausgelöst, weil es relativ intensiv natürlich hat. Könntest du jetzt da rein theoretisch etwas klein schneiden rein? Das überlasse ich jetzt dir. Ich würde mich doch noch dir richten, weil ich esse es gern, aber wenn du es ich sagst... Nee, ich liebe es. Also wir müssen uns in der Mitte treffen wie beim Knoblauch, dann also wird man ich, das jetzt hier natürlich auch machen. Du kannst es herzlich gern. Also mit Rosmarin ist unheimlich gesund. Ich mache es zum Beispiel auch so, ich ziehe das als auf dem Herd aus mit Wasser und mache es ins Badewasser neu. Und dann schläfst du wie ein Baby. Und es riecht noch gut. Sieht bloß komisch aus, wenn jemand mit dem heißen Topf dann ins Badewasser läuft. Aber macht ja nichts. Wenn ich dann noch dazu steige, dann liegt da noch was Schreckliches drin, aber macht ja nichts. Ja, ich meine, die Zuschauer zu Hause, die sehen es natürlich nicht, dass eine Familie hier mit im Küchenstudio ist und die haben auch alle ewig kräftig gelacht. Ne? Ich werde uns später, wenn wir mit der Aufzeichnung fertig sind, mal nachfragen, wie das dann genau ist. Wenn das darf ich gerne machen, ja. Also allzu oft darf ich es nicht machen, aber wenn keiner hier guckt, mache ich das alles. So. Okay, das läuft auch. Die werden schon langsam wieder warm. Okay. Da brauchen wir gar nicht viel zu machen. So. Das Klärhacke ist wohl unergangen, Herr Merkler. Ah, okay. Richtig schön Klärhacke und dann. Soll ich das machen mit dem Schafmesser? Verbandskasten haben wir hoffentlich. Ja, da müssen wir vielleicht die Mitarbeiterin vom Küchenstudio hier fragen, ob die. Also der Kreis dreht sich immer noch. Das ist bewusst so. Ja, ja, das ist, solange er noch nicht endgültig die Zeit bemessen hat. Weil das macht er ja erst, wenn er mal, der misst jetzt die Innentemperatur und gibt Gas und guckt, wie lange er braucht, bis von der Temperatur was ankommt. Und dann rechnet er eine ungefähre Zeit aus. Ich hoffe, ich habe jetzt an dem Backofen die Gratinierfunktion erwischt. Das sieht immer gut aus. Lass uns da gerade noch ein bisschen richten. Das braucht noch ein bisschen Stoff. Oder wir machen es jetzt einfach noch mal kurz zu unserem Lamm dazu. Da passiert ja nichts. Das ist super so. Perfekt. Ja, das ist auch nie mit kleiner machen können. Ja, schön. Darf ich? Bitte. Ich habe da übrigens für nachher, auch zum Essen dazu, eine schöne Grabgarde mitgebracht aus unserem Weingut. Den können wir vielleicht schon mal aufziehen, dass der schon ein bisschen atmen kann. Dann muss ich jetzt quasi zu unserem Esszimmer laufen. Oh nee. Für die Zuschauer sieht es ja immer aus, als wäre es direkt nebenan. Okay. Es ist auch fast nebenan, aber ein kleines Stück ist es weg, dann würde ich den mal einfach hierher holen. Wenn dir das nichts ausmacht, Flascheöffner, finden wir Korkenzieher, Hammer. Genau, das kannst du hier machen. Also das ist eigentlich auch das Schöne, die Kombination jetzt auch gerade vom Weingut. Dort liegt das Hauptaugenmerk, also auch auf der Handlese. Und die Familie Völker bewirtschaftet auch gerade 9 Hektar, produziert aber dort mit knapp 54 Hektoliter Wein, verschiedener Güte. Ist aber
Erzähl weiter. Ja, okay. Wurde jetzt 8 Grad vor 2 Monaten von einer ganz bekannten Sommeliere, der Paula Bosch. Mhm. Also schon fast geadelt. Also das kam durch eine Zufallsbegegnung, dass diese Kritikerin, die war also im Tantris in München, war die zuständig für den ganzen Weinkeller von über 50.000 Weinen. Und die hatte durch Zufall einen Völker Weinbar im bekannten Heidelberg getrunken. Und kam dann oder bat um einen spontanen Termin, einfach zu einer Weinprobe. Wir waren ganz überrascht. Und das nachzulesen, ich sage unter der Homepage weingut-völker.de, ist also ein ganz toller Bericht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gerade froh, dass wir auch dort mit unserer Gutschenke dort sind, weil die Kombination einfach aus Esse und Trinke eine ganz tolle Kombination bietet und wir die Ausschließlichkeit auch für Völkerwein haben. Und ja. So, irgendeiner unserer Öfen, das wird die Temperatur sein. Signal, aber das ist der rechts. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Und der links, der sagt, dass in 4 Minuten unser Fleisch gut sein soll. Das sagt er. Gut. Aber die Kruste ist noch ein bisschen. Ja, aber sie wird langsam. Gut, ich vertraue drauf. Ja, gut, da hat es natürlich wahrscheinlich den Grill nicht mit euch geschaltet. Doch, du siehst, es wird neben, wird ein bisschen braun. Das funktioniert. Okay. Schauen wir mal. Also wenn jetzt, wir denken positiv. Wir können so natürlich auch einfach den Grill manuell. Ne, wir haben unser Fingerthermometer dabei. Okay. Das funktioniert. Probieren wir die Jus. Also die ist jetzt sehr kräftig. Ja, ich habe sie schon weggeräumt, ich war zu schnell. Probieren Sie mal, die ist jetzt also schon sehr kräftig. Also kräftiger soll es auch nicht mehr sein. Nur falls machen wir nochmal einen kleinen Tick Wasser zu, lassen wir mal reduzieren. Aber das schmeckt natürlich jetzt auch. Also ich finde es gut, weil ich esse gern kräftige Soße im Allgemeinen. Das ist jetzt nach jedem Gusto. Wir können natürlich auch gern noch einen Schluck Wasser mit drauf. Alles gut. Machen. Wir haben ja noch den Bratensaft von dem Lamm selbst. Okay, also es wäre jetzt nur toll, wenn wir nochmal nach dem Lamm gucken, dass es noch ein bisschen Kruste kriegt. Ja. Weil das von der Fleischkonsistenz her und vom Zustand wird es langsam. Okay. Aber wenn wir da jetzt noch 2-3 Minuten schön die Kruste. Dann machen wir jetzt den Grill an, machen super die Fleischsonde automatisch aus, weil wir sehen, das sagt 4 Minuten. Also die Temperatur funktioniert prima. Wenn wir jetzt die Kruste nicht hätten, würde er uns das genau rosa machen. Absolut. Aber in dem Fall sagen wir. Aber die 3 Minuten nutzen wir jetzt lieber für Kruste und dann kommen wir auch auf den Punkt, bin ich mir ziemlich sicher. Dann machen wir hier den Grill. Und 220 Grad bleiben wir. Richtig, richtig drauf. Richtig schön Hitze, weil wir brauchen sie nur wirklich ganz kurz. Ja, und trotzdem zeigt er uns jetzt die Temperatur an. Es sagt, keine Temperatur ist erreicht, okay. Dann wollen wir aber trotzdem hier noch ein bisschen den Grill. Genau. Sagen hier, okay. Also 59 Grad. Zur Not, wenn er uns das jetzt nicht akzeptiert, dann ziehen wir ihm jetzt einfach das Thermometer. Das ist ja das dünnste Stück, wenn er dann nachher ist. Also wir haben noch eine Minute, 2 Luft. So. Okay. Also was ich übrigens noch gar nicht erzählt habe, wir haben jetzt also seit September letzten Jahres an unsere Ruhetage Veranstaltungsreihe gegründet. Die nennen sich Kulturkeller. Ja. Und dort haben wir jetzt also in den letzten paar Monaten wirklich schon eine richtig kleine Szene entwickelt, weil wir dort Mundart präsentieren. Und zwar Mundart in jeglicher Fasson, das heißt Lyrik, Prosa, Unterhaltung in Form von Sketchen, von Theaterstücken. Und da behandeln wir klassische Themen wie Lieselotte von der Pfalz. Wir haben jetzt aber auch schon ganz normale Liedersänger da gehabt, die einfach Mundart-Lieder singen. Und das kommt also wirklich ganz hervorragend an. Und die Abende begleiten wir praktisch mit passendem Essen dazu, zu den Themen, die sich dort anbieten. Und da würde ich auch gerne wirklich die Leute mal animieren, zu kommen, einfach mal zu schauen, dass Mundart nicht nur Ulva-Dolva ist, wie viele gerne dargestellt werden, sondern durchaus eine tolle Historie zu bieten hat die Pfalz. Wir haben ja ganz viele tolle Sachen vor der Haustür. Und da halten wir auch immer die Leute im Laufenden unter unserer Homepage gutschenke-völker.de. Dort hat man also alle Infos, die man braucht, Speisekarte, die Kulturkellerprogramme oder die generellen News über Events, die wir begleiten oder als Caterer bekochen. Und da habe ich eigentlich auch was für dich, wo ich hoffe, dass du vielleicht
Nutzen davon für den OK Weinstraße ziehen kannst. Also ich würde dir auch anbieten als Einladungsdankeschön auch für heute, dass wir in den nächsten Monaten bei einer Reservierung mit dem Stichwort OK Weinstraße 5% des Rechnungsumsatzes an dich überweisen, an Spende an den OK Weinstraße. Vielen Dank. Klar, das hören wir natürlich gerne. Und das kann unseren Verein natürlich gebrauchen, weil all das hier funktioniert nur bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, genau. Weil hier keiner am Ende durchsteht und sagt, so, jetzt möchte ich gerne mal einen Lohn. Genau. Wir machen das alle ehrenamtlich und deshalb auch vielen Dank an das gesamte Team für die Unterstützung, Sendung für Sendung. Absolut. Wir sind dann immer schon mittags hier und müssen hier alles arrangieren. Absolut. Danke. Ich bin schon, wie gesagt, also ich fand das auch sehr nett, dass uns der Gilp hier in die Räumlichkeiten lässt. Also ich war ganz überrascht, wie toll das hier alles aufgebaut ist und so weiter. Das ist also wirklich eine schöne Sache. Finde ich ganz prima, macht weiter so. Also das ist wirklich toll. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Natürlich. Ja, ich bin froh, dass du da bist. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich weiß ja, wie das ist. Du hast quasi deinen Ruhetag geopfert. Gern geopfert. So, aha, unsere Grüße ist soweit. Lieber ich glaube, das sollte jetzt aber unsere Zuschauer nicht vorenthalten. So, die sollten jetzt auch die Möglichkeit haben, einen kurzen Blick in den Ofen zu werfen. Wir können es ja ganz einfach machen. Wir zeigen es einfach mal, aber das sieht richtig gut aus. So. Jetzt geben wir hier nochmal auf unserer Soße nochmal richtig Dampf, dass die nochmal schön heiß wird. Und dann, das ist vielleicht gar nicht schlecht, nimmst du mal vielleicht gerade die Bohne. Ich wollte jetzt das Brett hier zum Aufschneiden. Genau. So, pass auf, dann legen wir das jetzt einfach mal hier hin. Soße köchelt, das tun wir mal weg. Genau. So, der Koch macht es wie immer, er nimmt seine Finger. So, pass auf, da habe ich auch noch was. Okay, so. So, nun schauen wir mal, ob die Kombination aus Technik und Tradition so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist natürlich genauso, wie es sein muss. Also, Markus, Ofen funktioniert. Okay. Unser Finger auch. Kann man sich auf die Fleischgar-Automatik verlassen? Ah ja, also ganz ehrlich, Bilderbuch. Hervorragend. Sehr gut. So. Also. Jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung, dass sich die Zuschauer auch beim nächsten Mal trauen, hierher ins Küchenstudio zu kommen. Genau. Die kriegen natürlich auch alle die Möglichkeit, das Essen, was wir hier kochen, zu versuchen bei jeder Sendung. Es ist nicht so, dass wir beide uns jetzt alle da auf die Seite setzen und das uns gut gehen lassen, sondern die dürfen alle versuchen. Sehr schön. Und vielleicht ist es auch ein kleiner Reiz, die Termine, wie gesagt, immer auf unserer Facebook-Seite. Das blenden wir oft genug während der Sendung euch. Also Terminreservierung, Rezepte, Infos, gern auch per E-Mail. Wenn jemand nicht auf die Facebook-Seite möchte, weil er da irgendwie skeptisch ist, darf er uns gerne eine E-Mail schreiben. Küchengeflüster mit zweimal ue@ok-weinstraße.de. Das ist die E-Mail-Adresse von unserer Redaktion. Die Maggie Otto sitzt dort Woche für Woche und beantwortet die Zuschaueranfrage, nimmt Reservierungen entgegen, etc. Okay, gut. Noch besser. So, okay. Also, wir haben es jetzt an Luft geschnitten. Also, wie gesagt, schöner geht's nicht. Also auch für die Lamm jetzt neu kennenlernen oder das nicht möchte, der Lammrücken ist also wirklich für mich ein Geschenk Gottes. Das ist einfach eines der schönsten Stücke Fleisch, die ich kenne. Es gibt dem Einsteiger für Lamm nicht unbedingt gleich diesen Geschmack von Lammkeule, die Intensität, sondern es ist wirklich unheimlich mild, aber gleichzeitig gibt es diese perfekte Note. So, und ich stehe Sarah Markus, wir können auch richten. Okay. Den du unser Gratin hole? Ja. Ich lege das jetzt gerade mal daher. So, das Gratin. Alla, siehst du? Sieht da gut aus. So, brauchst du noch einen Löffel? Wie bitte? Brauchst du noch einen Löffel oder? Ja, das wäre keine schlechte Idee. So, pass auf. Also ich kann es auch nochmal so für die Kamera. Das ist also wunderbar rosa, so soll es sein. Genau so ist es, wie es gehört. So. So, pass auf, dann nehmen wir jetzt da noch. Dann hin. Ja. Gut. Du.
da. Nee, es ist in Ordnung. Ich schalte das jetzt, weil die sich jetzt so übertrieben hat. Dann macht es. Okay. So, dann machen wir noch ein schönes Gratin drauf. Und dann. So, wenn du mir vielleicht gerade einen Teller hergibst. Aber sicher. Das hat eine schöne Kruste und da ist auch noch schön, schön saftig. So, okay, einmal fertig. So, lieber Markus, der sieht gut aus. Dann können wir jetzt zum Essen gehen. Herzlich gern. Ist jetzt das gerade? Also dann nimmst du vielleicht gerade noch den Wein mit und dann. Das mache ich. Gehen wir los. So, Markus. So, okay. Nun denn, dann schenke ich dir. Ach, genau, okay, ich gehe vorne hin. Dann habe ich es leichter mit der Abmoderation. Okay, später. Das hast du. Dann schenke ich dir aber trotzdem schon mal eine. Das ist nett. Von dem Krabgarde ein. Der Krabgarde ist also ein Cuvée aus dem Hause Völker. Als Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und etwas Merlot. Passt also wunderbar dazu. Und ich soll auch herzliche Grüße von der Familie Völker ausrichten. Sie bedanken sich. Ja, wir bedanken uns bei der Familie Völker für den Wein und den Sekt, den unser Zuschauer hier kredenzt. Haben sie gern gemacht. Also wie gesagt, freuen uns, dass ich da war. Vielen Dank. Markus, vielen Dank, dass du da warst. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Schön kräftig, das passt hervorragend. Zur Sommer ist er. Ich sage, guten Appetit. Und guten Appetit. Hervorragend. Und schmeckt das? Die Mitte mit dem Knoblauch ist auch genau perfekt. Super. Freut mich. Also ganz tolles Rezept. Das wird mit Sicherheit in die Lieblingsrezeptesammlung aufgenommen. Lustig ist ja, dass man als Koch mal gar keine Gelegenheit hat zu essen. Weil es immer schnell gehen muss. Weil es immer schnell gehen muss, beziehungsweise abends, wenn du wirklich ein paar Stunden hinter der Husch, durch keine Lust zu essen, durch keinen Hunger. Und wenn dann zu Hause bist, dann plünderst du den Kühlschrank. Und bist allem, was dankbar, geht. Dankbar auf alles, was sich drin findet, was sich schnell essen lässt. Aber es ist wirklich. Das glaube ich. Seltener Fall. Ja, Chris, dann sage ich nochmal vielen Dank. Danke für das tolle Rezept. Danke, dass du da warst in der Sendung. Und jetzt verabschieden wir uns einfach von unseren Zuschauern und essen in Ruhe fertig. Das ist eine sehr gute Idee. Es freut mich, dass Sie und ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Bleiben Sie uns treu. Die Sendetermine wie immer im Internet auf der Facebook-Seite vom Küchengeflüster www.facebook.de/kochsendung. Dann Prost, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.